willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, legendäre Löwenkönig. Heute spielen wir Akinator und wir werden Akinator testen, wie schlau er ist. Und dann würde ich mal sagen, ich erkläre es mal ganz kurz, wie Akinator funktioniert. Das ist so, du stellst dir so eine Figur so vor, bei meine Fans, und dann stellt er dir Fragen und dann musst du die Fragen anklicken und dann, wenn du Glück hast, redet er deine Figur. Und meine Fans, wir werden das heute mit Brawl Stars Charakteren machen. Also Leon, Sandy, Spike, Mote oder so. Ja, meine Fans, dann würde ich sagen, switchen wir mal auf meinen Computer rüber. Sagen, bis gleich. Okay, meine Fans, wir sind jetzt auf der Seite von Akinator. Hier seht ihr ihn nochmal. Das ist ein Flaschengeist, meine Fans. Okay, meine Fans, dann würde ich sagen, dürfen wir jetzt mal die erste Frage beantworten. Ich stelle mir einen Process-Charakter vor. Ihr seht es dann auch nochmal unten eingeblendet, wen ich mir vorstelle. Hier unten. Dann würde ich sagen, geht's mal los. Die erste Frage ist, deine Figur weiblich? Dann würde ich mal sagen, bei unserem ersten Charakter, nö, nein. Halt meine Fans, wir klicken an, nein. Nein. So, ja, lebt die nächste Frage, meine Fans. Und die nächste Frage ist... So, meine Fans, es geht weiter. Die nächste Frage, gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Was soll man da antworten? Nein, gibt's nicht, natürlich. Ist ja eh okay, das war schwarzer Streifen gerade. Ich behebe mal ganz kurz den schwarzen Streifen. Ja, meine Fans, wir klicken es an und sagen nein. Nächste Frage ist, deine Figur maskiert? Ist Leon maskiert? Schauen wir uns ihn mal an. Können wir ihn mal anschauen uns. Aber er ist eigentlich nicht maskiert. Ich tue ihn hier mal herschieben. Wir machen ihn mal groß. Ist er maskiert? Eigentlich nicht. Na, kann man es maskiert nehmen? Ja, wir nehmen es als maskiert, meine Fans. Nehmen wir es mal aus maskiert. Sagen wir mal ja. Sagen wir mal ja. Trägt deine Figur immer schwarz? Nein. Hat deine Figur etwas mit Marvel zu tun? Ist das? Ich weiß mal, nein. Kommt deine Figur aus Brawl Stars? Ja, er hat langsam. Ist deine Figur ein Haustier? Nee. Kann deine Figur weit springen? Nein. Kann sich deine Figur unsichtbar machen? Ja, jetzt hat er's. Hat deine Figur eine rauchige Stimme? Nein. Deine Figur ein Tiniki mitgespielt? Nein.
Lebt eine Figur in England? Weiß ich nicht. Hat deine Figur etwas mit der Farbe Grün zu tun? Ja. Mit dem Brawler. 21 Jahre alt? Nein. Deine Figur älter als 26 Jahre? Nein. Aber eine Figur mit Robotern? Na, nee. Das bloß bei Rumble. Figur im Internet. Das ist ein Online-Spiel. Sagen wir einfach mal ja. Hat deine Figur am Ersten Weltkrieg teilgenommen? Nein. Muss eine Figur Snapchat? Nein. Er hat es immer noch nicht raus. Er gehört eine Figur zur finalen Flanier. Wird deine Figur zu. Nein! Gehört sie nicht? Wohnt deine Figur noch bei ihrem Eltern? Nein, ich weiß es nicht, ja. Ja, meine Fans. Erik, warte. Frosters Leon. Hat er richtig, meine Fans? Sehr schön! Denke ich an, ja. Er hat die erste Frage wieder prima normal gefunden, Leon. Okay. So, und noch eine Runde. Sagen wir dann gleich noch eine Runde, meine Fans. Okay, meine Fans, es geht noch eine Runde. Noch eine Runde los. Wir denken jetzt an den ganz neuen Brawler. Sprout! Hier ist er. Meine Fans, wir denken gerade mal an ihn. Okay, und stell die erste Frage der Akinator. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein, das ist ja ein Roboter. Kleidung, nein. Meine Fans, wir werden dann auch noch mal zwei Figuren machen, wo ihr dann raten muss dann. Existiert eine Figur wirklich? Eigentlich nicht, nee. Vielleicht eine Figur im Kampf, eine Maske? Nee, keine Maske. Trägt deine Figur Schuhe? Schuhe, ne. Roboter, wegen Schuhe. Deine Figur Beine? Oh, warte, muss ich gucken. Meine Fans, wir gucken. Hat er Beine? Die Werbeanzeige. Meine Fans, ich mache mal kurz die Werbeanzeige weg. Ich glaube, das stört ein bisschen. Es ist ein bisschen schwarz, weil ich meine Fans. Wir machen es schneller. Und hier seht ihr die Frage und wir haben es jetzt. Das ist schon meine Fans. Es geht weiter mit der Frage: Hat deine Figur Beine? Ja, kann man sagen, meine Fans. Ja, Beine hat, ja, sagen wir mal ja. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja. Stammt ja, meine Fans. Kommt deine Figur aus Brawl Stars? Ja. Okay, warte mal. Verbessern. Brawl Stars? Ja. Deine Figur etwas mit der Farbe Grün zu tun? Diesmal nicht. Deine Figur einen Schnabel? Nein. Kommt deine Figur aus Wien? Nein. Ja, meine Fans, er stellt auch sehr komische Fragen. Eine Figur aus Thailand? Nein. Mag deine Figur Kakao? Was soll ich das wissen? Ich stelle einfach mal nein, meine Fans. Nein. Ist deine Figur ein Roboter? Ja. Das Sport ist ein Roboter.
Stimme und den Kommentaren ab. Ist ein Roboter. Hat eine Figur eine eigene Serie? Nein. Kommt eine Figur aus Kanada? Nein. Er braucht manchmal ein bisschen lange, aber es wird schon noch. Spielt eine Figur beim ersten FC Köln? Nein. Eine Figur eine Zahl im Namen? Nein, nein, nein. Deine Figur vier Buchstaben? Nee, nee, nicht keine vier Buchstaben. Stimmt, ne, streicht deine Figur oft einen Hut? Nein. Kommt ihr auf solche Fragen? Kann deine Figur fahren? Ja, der kann fahren. Mit seinen, weil, ist meine Fans. Deine Figur eine Pflanze? Ja. Eine Pflanze, meine Fans. Ja. Sprout Process ist richtig. Sehr schön. Wir werden jetzt noch zwei Runden machen. Jetzt kurz gucken, was die Aufnahme läuft. Ja, mein Schatz. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eins gemeinsam. Und dann mach ich noch eins, meine Fans. Und das müsst ihr mal in den Kommentaren mal erwähnen dann, was ihr meint, welcher Charakter das ist, meine Fans. Okay, der nächste Charakter, den ich mir vorstelle, ist, meine Fans, ich verrate es euch nochmal. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Boy, mit dem ihr nicht rechnet, nämlich Jackie. Nehmen wir einfach jetzt mal. Und würde ich sagen, die erste Frage, und das ist richtig, ist wäre Sporting. Muss sagen, früher nochmal gefunden. Ja, sehr schön. Wir wollen nochmal ein Spiel. Mal ganz kurz warten. Ja, legt gerade noch ein Spiel. Ja, jetzt erlebt noch ein Spiel. Ja, so, ist deine Figur weiblich? Ja, ist sie. Jackie ist weiblich. Hast du deine Figur schon einmal getroffen? Nein. Manchmal sind es auch komische Fragen, meine Fans. Ach, und wo wir gerade da dabei sind, schau doch gerne auf meinen Zeitkanal vorbei. Shadow King, wir werden da Blogs und Challenges machen mit Shadow Instinct. Also schaut da gerne mal vorbei. Ja, kommt deine Figur aus Deutschland? Ach, Digga. Schau mal, ja. Deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Nein. Ist deine Figur älter als 30? Nein, ich weiß es einfach nicht. Ist deine Figur durch TikTok be bekannt geworden? Nein. Nee, meine Fans. Deine Figur blonde Haare, welche Haarfarbe hat ein Jackie? Meine Fans. Ich muss selber mal gucken. Jackie? Warte mal, meine Fans. Ich guck mal. Guck mal, groß aus. Nee, wir wollen eine Haarfarbe machen. Da, wir gucken, meine Fans, wir gucken. Gucken nach. Und wir gucken mal nach, welche Haarfarbe Jackie hat. Und Jackie hat so blaue Haare, meine Fans, ich sehe das nochmal. So blaue Haare, so hier so. Also hat eine Figur blondes Haar, sagen wir, nein. Ist eine Figur ein Model? Nein, meine Fans, das wäre ein bisschen komisch, meine Fans. Ist eine Figur über 20?
Nein, sag mal nein. Er ist sehr jung genug, muss die Charaktere in Brawl Stars meine Fans. Kennst du eine Figur aus dem Fernsehen? Nein, kenne ich nicht aus dem Fernsehen. Hab nie im Fernsehen gesehen, wenn ihr es schon mal gesehen habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Kennst du deine Figur persönlich? Nein. Wirklich persönlich. Älter als 10. Ich will älter als 10. Ich sag mal ja. Ist deine Figur wirklich? Nein. Kommt deine Figur aus Japan? Nein. Das sind manchmal komische Fragen. Der hat schon nur Frauenentleitung getroffen. Ja, man kann sagen, sie trägt Frauenkleidung. Man kann es teilweise sagen, ja. Es ist so Baustellenkleidung, so. Spielt eine Figur in einer Filmreihe mit? Nee, nee. Trägt eine Figur oft Lippenstift? Nee. Nein. Ist deine Figur Detektiv? Nein. Jetzt komme ich an. Folge 19. Kommt deine Figur aus einem Buch vor? Nein, hat noch gar nicht wegen Bloß und gefragt. Deine Figur. Nein. Das wäre Fragen, ey. Ja, meine Fans, das ist einfach Stand deine Figur aus einem Videospiel, natürlich, ja. Was ist ein Videospiel? Kommt deine Figur aus Bloß, das entscheidet es ja. Moment. Nein, kann eine vier Buchstaben. Nein. Kriegt eine Figur Schuhe? Ja. Handschuhe. Oder ich spreche so, wenn ich Figur ein Schwindmann spielt. Nee, nein. Das sind die Fragen, meine Fans. Wir glauben nicht an Ems Electronic Missile Zombie, glauben wir auch nicht, also das ist falsch. Fortfahren wollen wir nicht, weil wir wollen nicht noch eine Runde Mitte machen. Wir wollen jetzt noch eine Runde machen, meine Fans, die ihr erraten müsst. Ich sag nichts dazu. Meine Fans, ich klicke es einfach an und wir sehen, was richtig ist, okay? Ich sag dann schon ja und so, ich sage aber nicht, welche Figur es ist. Ich sage dann schon die Kamera, wer es ist dann. Dann so, ja. So. Lautlos, mein Handy ich höre, wenn ich mal nachgucke. Meine Fans, dann würde ich sagen, wir machen noch. Wie kommen wir jetzt raus? Ist nicht in der Liste, ja. Ich schicke den Namen kurz ab. Nehme ich viel Holger. Das war. Was hatten wir den Namen? Jackie. Jackie, ja. Abschicken. Uiuiuiui. Können wir jetzt noch ein Spiel machen? Oder kommen wir jetzt auf die andere Seite zurück? Jackie, oh Junge, Mist, das ist einfach Mist, ist noch mal. So, meine Fans, wir machen noch ein letztes Spiel. Wenn es geht. Und das letztes Spiel, ich werde euch nicht sagen, welchen Charakter ihr ratet in den Kommentaren mit, meine Fans. Dann würde ich sagen, ich schaue mir meinen Charakter an. Ich kann ihn vor mir liegen. Meine Fans. Dann würde ich sagen, es geht los. Aha. Ist deine Figur weiblich? Dann sage ich nein. Meine Fans, ratet mit, meine Fans. Lebt deine Figur in Deutschland? Sagen wir mal ja. Seine Führer durch Jojo berühmt geworden. Nein, wenn wir das Ganze mal meditieren
YouTubern machen sollen, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Kennst du deine Figur persönlich? Nein. Ist deine Figur älter als 30? Nein. Hat deine Figur durch TikTok bekannt geworden? Nein. Ist deine Figur durch die Musik bekannt geworden? Nein. Fußballer berühmt geworden? Nein. Hat deine Figur ein Handy? Nein. Also es kann schon mal nicht Ems sein. Trägt deine Figur Kleidung? Ja, sie trägt Kleidung. Eine Kinderserie? Nein. Deine Figur in Wirklichkeit? Nein. Stimmt deine Figur aus einem Spiel? Ja, sie langsam hat das. Hat der Name der Figur 4 Buchstaben? Ich weiß nicht, ob ich ihn zählen kann. Nein. Wenn es nicht errät, dann wissen wir es, wenn es nicht errät, wenn ich hier stehe, dann. Und dann zeige ich es euch. Hat der Figur eine Figur in Bros. Das mit ja, wir haben ja Bros-Charaktere. Ist deine Figur ein Klonfisch? Nein. Deine Figur aus Brawl Stars? Ja. Boxt deine Figur? Nein. Deine Figur hat deine Figur 5 Buchstaben? Nein. Deine Figur schon einen Bogen geschossen? Nein. Deine Figur aus Außenverteidigung? Ist deine Figur ein Außenverteidiger? Was heißt Außenverteidiger, meine Fans? Das ist wahrscheinlich. Ist deine Figur ein tierisches Aussehen? Ja. Meine Fans, da habt ihr schon einen Tipp. Ist deine Figur unsichtbar machen? Nein. Nehme ich selber das Gleiche. Hat deine Figur mit der Farbe blau zu tun? Ja, meine Fans, habt ihr jetzt einen großen Tipp. Mr. P ist richtig, meine Fans. Wenn ihr es auch so richtig hattet, dann schreibt es mir in die Kommentare eure ehrliche Antwort. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, meine Fans, das war's mit diesem Video. Ihr habt den nochmal. Das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es wird auch bald ein weiteres Video kommen. Das heißt, Noob vs. Pro vs. Das wird dann auch die nächsten Tage online kommen. Total am Sonntag. Ah, meine Fans, dann würde ich sagen, wünsche ich noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, wenn ihr diese Folgen feiert, dann lasst mal einen fetten Daumen nach oben da und ciao, ciao!